7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, nichts passiert. Oh. Geschichten live. Mit Das Wunder von Bern in Hamburg. Jetzt Tickets verschenken.
Liebe Musicalfreunde, herzlich willkommen hier im Hamburger Hafen. Mein Name ist Michael Hildebrand und ich bin einer der Produzenten des neuen Musicals Das Wunder von Bern. Ich möchte Sie heute einladen, mit mir eine Reise zu unternehmen über die Elbe und einen Blick zu werfen hinter die Kulissen unseres neuen Musicals Das Wunder von Bern. Wie alle Musical-Besucher benutze ich heute die Fähre zum neuen Stage-Theater an der Elbe. Es ist eines der modernsten Theater der Welt und die Überfahrt wird schon zu einem eigenen Erlebnis. Das Wunder von Bern ist ein Musical über die Träume einer Familie, über die Hoffnung eines ganzen Landes und den Moment, der Deutschland für immer aufs Positivste verändern sollte. Es ist das Deutschlandmärchen als Musical. Ich freue mich, dass ich Ihnen nun einen unserer Hauptdarsteller vorstellen kann, Dominik Hees. Schön, dass du hier bist. Dominik, erklär uns doch noch mal kurz, was ist deine Rolle beim Wunder von Bern? Ja, also Helmut Rahn, Fußballnationalspieler, 54. In der Show eine Schlüsselrolle, weil sie die Familiengeschichte Lubanski und die Fußballnationalmannschaftsgeschichte in Bern, in der Schweiz, verbindet. Und Helmut Rahn ist der beste Freund von Mattes, dem kleinen Sohn der Familie. Und so ist das quasi die Brücke zwischen den beiden Hauptsträngen. Du spielst auf der Bühne denjenigen, der das entscheidende Tor gemacht hat. Was hat dieses Tor ausgelöst in Deutschland? Der Weltmeisterschaftstitel damals war, glaube ich, so zum ersten Mal wieder, dass man eine Euphorie gespürt hat, die durchs Land ging. Und es ist ein super Gefühl, einfach jeden Abend diese Euphorie, die es wohl 54 gab, noch mal zu erleben. Ich freue mich, dich gleich zu sehen. Also viel Spaß, schöne Show. Ja, danke schön. Und du machst das Tor, ich weiß es. So, inzwischen sind wir hier auf der Bühne gelandet. Ich sitze in der Küche der Familie Lubanski und freue mich, dass Vera Bolten kommt. Und Vera spielt die Christa. Hi. Hi. Na. Schön, dass du da bist. Vera, erklär's noch mal mit deinen Worten, warum ist die Musik so besonders? Ich glaube erstmal, dass die Musik, und ich merke das ja jeden Abend, dass die Ouvertüre geht los, ich stehe in meiner Küche, ich bin in der ersten Szene drin und es nimmt mich schon so mit in diese Ruhrgebietsatmosphäre, in diese Nachkriegsatmosphäre und ich glaube, dass es auch den Leuten so geht, die werden von der Musik direkt so eingefangen und in diese Atmosphäre, in diese Stimmung und das öffnet, glaube ich, das Herz dann auch ein Stück und deshalb lassen die unsere Geschichte und ja, die Emotionen so sehr an sich heran. Ich habe auch selten ein Stück gehabt, bei dem so viele Leute schon direkt nach der Premiere gesagt haben, wann gibt es endlich die CD? Und da könnt ihr wirklich sehr stolz auch auf euch sein. Ja, die haben wir ja dann auch ganz schnell aufgenommen. Die Leute so begeistert. Ja. Vielen Dank. Okay, danke dir. Deutschlands neues Musicaltheater bietet modernste Bühnentechnik, um eine Show wie Das Wunder von Bern zu inszenieren. So, inzwischen sind es nur noch wenige Minuten bis zur Show und wir stehen hier an der Garderobe zu den Kindern. Für mich sind die Kinder auf der Bühne eines der ganz großen Wunder, denn sie bringen so viel Leichtigkeit und auch Energie und Spielfreude mit, dass ich jedes Mal voller Freude dem zuschaue. Und gehen wir mal kurz rein. Hallo, hallo. Also ich finde das ganz toll, dass ihr das macht. Und es macht euch Spaß? Ja. Los, komm schon, jetzt spiel rüber. Und wer träumt davon, Musical-Darsteller zu werden hinterher, wenn er mal groß ist? Ein, zwei. Also vielleicht, weiß nicht ganz genau. Du wirst vielleicht Fußballer. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir freuen uns, euch gleich zu sehen. Butterstuhle. Alles klar. Jetzt beginnt gleich die Show. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen und würde mich freuen, wenn Sie hier nach Hamburg kommen, das Wunder von Bern besuchen. Lassen Sie sich begeistern, lassen Sie sich anstecken von diesem neuen Musical, die heißeste Musical-Show, die es derzeit gibt in Deutschland. Also ich bin total beeindruckt. Ich glaube, das wirkt auch noch ganz lange nach. Und was mir also sehr imponiert, auch die ganze Technik, die Bühnentechnik. Echt spitze. Die Musik, das war am besten. Ja. Ich fand das auch richtig toll, wo die Fußballer da so rumgetanzt haben. Daumen hoch. Wirklich für viele zu empfehlen, nicht nur für Fußballinteressierte, sondern für alle Menschen, alle Altersklassen. Wirklich toll anzuschauen. Wir kommen aus München extra wegen dem Musical und es war ein Traum. Es hat alle Erwartungen übertroffen eigentlich. Ja, was anderes kann ich nicht sagen. Man kann es nicht beschreiben, man kann nur sagen, ey, die Leute sollen sich angucken. Da werden Sie begeistert sein. Auf Hamburg!
Gästen war Queenie Lubanski als Amy Lubanski Marie Lund. Manches vergeht, nur damit am Ende etwas Gutes entsteht. War Papa immer so gemein? Mach dich bereit. Manche Dinge brauchen vielleicht Mut und auch Zeit. Schicksale sind oft nur ein Zeichen. Stellen die Weichen für dein Herz. Schicksale sind komm, wir fahren. Wohin denn? Na, nach Bern. Ganz felsenfest. Deutschland am Anfang. Der großartige Sieger gegen Österreich. Was er nur kann. Los, lauf. Geschieht was Wunderbares. Ganz tief! Tor! 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 Wenn jeder macht, was er nur kann, geschieht was Wunderbares, glaub mir, irgendwann.
Das Wunder von Bern. Das Musical, das ganz Deutschland begeistert. Endlich werden wir wieder eine richtige Familie. Großer Stoff, große Gefühle. Gänsehaut pur. Wunder entsteht. Lachen, staunen, wow. Mansele. Zum Weinen schön. Atemberaubend, grandios. Volltreffer mit Sieggarantie. Das Wunder von Bern. Man muss dahin. Deutschland ist Weltmeister. Ihre Tickets jetzt unter musicals.de. Das Land war ja völlig traumatisiert, einerseits durch die Zerstörung eines verlorenen Krieges, aber auch durch diese schreckliche Visitenkarte, die Deutschland durch das Dritte Reich abgegeben hat. Dieser Sieg in dem Endspiel, der hat bewegt, dass eine Nation plötzlich wieder an sich geglaubt hat, wieder Mut geschöpft hat. Und plötzlich hat man wieder Deutschland anders wahrgenommen, als bescheidene Sportnation, die sich mit sehr menschlichen Tugenden, Freundschaft, Kameradschaft, Fairness, Zusammenhalten, gemeinsam etwas zu bewegen, dargestellt hat. Es gibt für die Geschichte das Wunder von Bern die schöne Formel: jedes Kind braucht einen Vater, jeder Mensch braucht einen Traum, jedes Land braucht seine Legende. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Motiv für dieses Stück. Schlimm tief in dir. Wir erleben die Mutter, die hofft, die Familie durchzubringen. Manche Dinge brauchen vielleicht Mut und auch Zeit. Die Tochter, die eigentlich das Leben genießen will. Ich will endlich mal richtig leben, statt zu überleben. Der große Sohn, der sich absetzen will von der Nachkriegsgeneration. Und schließlich der kleine Matthias, der eigentlich nur will, dass sein Idol Helmut Rahn in der Nationalmannschaft aufgestellt wird. Du und ich, das muss doch irgendwie gehen. Ein großer Wendepunkt ist natürlich, wenn der lang ersehnte Vater heimkehrt in die Familie. Wir könnten uns so gut verstehen. Da hat man meinen Vater auf dem Bild halt nur gesehen, dass es schwarz-weiß war. Und dann erfahre ich, dass mein Vater wiederkommt. Und wer ist das? Auf einmal ist es dann so, oh, er ist ganz anders, als ich gedacht habe. Mattes. My dad was a working man, but he was never doing all right. My dad was a working man, but he was never. Er hat sich erhofft, wieder in sein altes Gefüge zu kommen, wo er wieder drin steckt, aber das tut er nicht. Er kommt in ein völlig neues Gefüge. Die Kinder machen ihr eigenes Ding, was er so gar nicht gewohnt war. Ich verbiete dir hiermit jeglichen Umgang mit Soldaten. Ich wollte doch nur tanzen. Solange du unter meinem Dach wohnst, verhältst du dich an meine Regeln. Wir beide könnten groß sein. Ja! Ich glaube, das ist tatsächlich das Stück auch noch mal zu etwas ganz Besonderem macht, dass die Kinder eine solch große Rolle dort spielen. Das ist absolut ansteckend. Zu sehen, mit wie viel Freude dort Theater gespielt wird, gesungen wird, unfassbar toll. Wunder entstehen, wenn man sie lässt. Komm, wir fahren. Wohin denn? Na, nach Bern. Ich tue alles für meine Familie und auch für meinen Mann. Ich bin da, ich gebe. Ich glaube, dass viele Frauen sich damit identifizieren können und durch diese Geschichte sehr berührt werden. Ich will ja, dass Menschen mitfühlen können. Bei uns macht der Song eigentlich nur Sinn innerhalb der Geschichte. Und dann, wenn er richtig platziert ist, dann fühlen sie das, was der Mensch auf der Bühne fühlt. Und das ist das Besondere, was wir machen. Eine Reise der Gefühle im Theater. Ich will doch nur leben. Ist das denn zu viel verlangt? Was Schönes erleben? Stunden, die man lieben kann, sowas muss es für mich doch geben. So ein bisschen leben. Diese Ehrlichkeit, die der Film ausstrahlt, das ist das, was ich versucht habe, auch in die Musik zu legen. Dass es eine sehr ehrliche, erdige, aber auch heutige Musiksprache ist. Wenn man richtig fest zusammenhält, kann man ganz egal wohin gehen, dann
loslaufen. Wir werden nicht live auf der Bühne Fußball spielen, sondern das Theater nutzen, die Dramaturgie des Spiels in poetische Umsetzungen zu übertragen. Wunder geschehen, fast jeden Tag. Es ist ein besonderes Projekt, weil Theater werden sehr selten gebaut. Und es ist ein sehr großes Theater, was auch nicht so oft vorkommt. Und ich glaube, es ist uns auch sehr gut gelungen. Es wird, glaube ich, ein ganz gut angenommenes Theater. Und es hat natürlich einen tollen Blick, wer da vor die Tür tritt, sieht auf der anderen Seite viel von der Stadt und auch zum Beispiel die neue Elbphilharmonie. Nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund mit Ferran schießen, Ferran schießt, Tor! Mit dir zusammen wär mein Herz endgültig daheim. Mit dir zusammen, ja! Könnt ich lernen, ich selber zu sein. Mit dir zusammen könnt ich ein riesengroßes Feuerwerk entflammen. Mattes! Wir beide könnten groß sein, könnten uns besiegen. Zum Träumen ist es dann noch nicht zu spät. Nimm mich mit nach Bern. Hör mal, Mathis, dein Vater braucht dich hier. Alle Grenzen biegen, dann wären wir zwei. Ein eigener Planet, auf dem das Leben neu entsteht. Zwei wie wir, das ist nicht immer. Komm, wir fahren. Wohin denn? Na, nach Bern. Wenn man nur zusammen das Ziel erreicht, dann muss man zueinander stehen. Wenn man richtig fest zusammenhält, kann man ganz egal wohin gehen. Dann kann man fliegen bis ans Ende der Welt. Los, lauf! Ja. Mein Beruf. Goodbye, Daddy. Ich verbiete dir hier mit jeglichen Umgang mit Soldaten.
Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Dein Vater hat schwere Zeiten hinter sich. Der braucht dich mehr als ich. Komm, ich muss wirklich los. Du drückst mir einfach von mir die Daumen. Ich weiß, jeder will spielen, aber ich kann nur 11 Spieler aufstellen. Wunder geschehen. Mensch, Papa, ein richtiger Lederball. Damit bin ich ja der König auf dem Ballplatz. Welche Strategie verfolgen Sie? Wissen Sie, junger Mann, der Ball ist rund und dein Spiel dauert 90 Minuten. Mit einem Schlag. Wir beide könnten groß sein. Wir können etwas Unglaubliches erreichen. Wir können hier gewinnen. Wir können Weltmeister werden. Übertragen aus dem Bankdorfstadion in Bern. Kopfball abgewehrt. Rashid. Unendlich mehr als du. Deutschland ist Weltmeister. Einer der jüngsten Stars unserer Show, das ist Julius. Julius, wie alt bist du denn? Ich bin 13 Jahre alt. 13. Und mit wem bist du heute zu uns gekommen? Ich bin mit dem Ensemble vom Musical Das Wunder von Bern aus Hamburg gekommen. Oha. Du spielst da auch mit? Ja. Und welche Rolle spielst du da, Julius? Ich spiele den Matthias. Das ist der jüngste Sohn der Familie Lubanski. Mhm. Er ist ein Riesenfan von Helmut Rahn, von dem Boss. Du weißt aber, dass es nicht irgendeine Rolle ist, ne? Das ist nebenbei mal eben so die Hauptrolle in diesem Musical. Sag mal, bist du ein bisschen stolz darauf, dass du die wichtigste Rolle in diesem Stück spielen darfst? Ja, ich bin total stolz und es macht total viel Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, der Kinofilm von Sönke Wortmann lieferte ja die Vorlage für euer Musical. Wie viele Kostüme kommen denn bei euch zum Einsatz? Ich glaube so 600 bis 650 Kostüme, aber ich selber trage nur 3. Okay, aber das ist ja auch schon eine ganze Menge. Ja, seit November spielt ihr jetzt Das Wunder von Bern in Hamburg im Stage-Theater an der Elbe. Und heute habt ihr uns eine Weltpremiere mitgebracht. Verrätst du uns welche? Ja, ein neues Lied aus unserer Show, das heißt Bolzplatzhelden. Das singt Matthias mit seiner Clique und das kann man auch ab Herbst bei uns in der Show in Hamburg sehen. Na, dann freuen wir uns jetzt auf diese Weltpremiere, auf dich und auf deine Kollegen vom Ensemble des Musicals Das Wunder von Bern. Stollen mit Schraubgewinde, für jedes Wetter die richtige Länge. Greifen an! Was kann ich tun? Wie kommt der Ball zu mir? Hey! Schneller Wechsel! Wach sein! Offensive! Defensive! Offensive! Jede Minute, jede Sekunde dabei sein! Wirbel!
Übersicht, denken, vorausdenken. 11 Mann im Angriff, 11 Mann in der Abwehr. Verlängerung. Oh, das halten meine Nerven nicht aus. Schade, dass der Boss schon getroffen hat. Annette, jeder darf so oft treffen, wie er will. Und, denkst du, der Boss will nochmal? Das hoffe ich. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund mit Ferran schießen. Ferran Das Ensemble des Musicals, das Wunder von Bern. Und in der Hauptrolle als Mattes, Julius.
Wir wünschen euch weiterhin toi, toi, toi für euer wunderbares Stück. Alles Gute, wir sehen uns in Hamburg. Dankeschön. Das soll also eure Musik sein, Ingrid? Bruno? War Papa früher auch so? Wie? So gemein! Mathis, Papa war so lange in Gefangenschaft. Der muss sich an all das hier erstmal wieder gewöhnen. Manches vergeht, nur damit am Ende etwas Gutes entsteht. Mach dich bereit. Manche Dinge brauchen vielleicht Mut und auch Zeit. Schicksale sind oft nur ein Zeichen, stellen die Weichen für dein Herz. Schicksale sind oft nur ein Zeichen, nur ein Test. Und ich hoffe fest, dass wir uns gerade jetzt, wo wir uns am meisten brauchen, nicht verlieren. Wunder entstehen. Komm, wir machen einen Ausflug. Dann wirst du es sehen. Aber wohin denn? Nach Bern, zum Endspiel. Ein Wunder wird geschehen. Zum Boss! Die Ungarn wissen nicht, wie es ist zu verlieren, aber sie sind anfällig, und zwar hier, über links. Und wir haben einen Vorteil, wir kennen ihre Spielstärke, aber sie nicht die unsere. Der rechte Läufer der Ungarn, der alleine durchgeht, an zwei Spielern vorbei. Kovacic schön mit dem linken Fuß zum rechten Flügel, zu Todd, Gefahr für das deutsche Tor. Schön nach innen geflankt, zu Hinekuti und Liebrich, nimm ihn! Puskas schießt, gehalten auf der Torlinie! Jetzt Angriff der Ungarn, durch Zibor, alleine durch, Turek aus dem Tor heraus, hat gewendet! Männer, die Ungarn sind wütend. Ihr müsst noch einmal 45 Minuten lang brennen. Kämpft, einer für alle, alle für einen. Wir können etwas Unglaubliches erreichen. Wir können hier gewinnen. Wir können Weltmeister werden. Jetzt Deutschland am linken Flügel. Durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund mit Rahn schießen. Rahn schießt! Nummer. Gegen den kommt keiner an. Doch, du. Du kommst gegen ihn an. Bei mir wird es ist nicht immer leicht, aber tief im Herzen könnte es gehen. Wenn man nur zusammen das Ziel erreicht, dann muss man zueinander stehen. Wenn man richtig fest zusammenhält, kann man ganz egal wohin gehen. Dann kann man fliegen. Thank you.
singen wir weiter.